Die Generalversammlung hört nun eine Rede seiner Exzellenz von Barack Obama, des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bitte ihn, an das Rednerpult zu begleiten. Im Auftrag der Generalversammlung habe ich die Ehre, seine Exzellenz Barack Obama, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, vor diesem Gremium willkommen zu heißen, und ich bitte ihn, seine Rede zu halten. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Generalsekretär, sehr geehrte Delegierte, sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen heute zusammen an einer Schnittstelle zwischen Krieg und Frieden, zwischen Unordnung und Integration, zwischen Angst und Hoffnung. Um den Globus herum gibt es überall Zeichen für Fortschritt. Der Schatten des Weltkriegs, der Ursprung der Gründung dieser Institution war, hat sich gelöst. Die Anzahl der Mitglieder der Vereinten Nationen hat sich verdreifacht, und viele Menschen wohnen heute unter Regierungen, die sie selbst gewählt haben. Hunderte von Millionen von Menschen sind aus dem Gefängnis der Armut befreit worden, und die Armut ist halbiert worden weltweit. Die Weltwirtschaft wird immer stärker nach der größten Finanzkrise, die wir je erlebt haben. Und ob Sie nun heute in New York, im Zentrum von New York leben, oder in dem Dorf meiner Großmutter, mehr als 200 Meilen von Nairobi entfernt, dann halten Sie in Ihren Händen mehr Informationen als in den größten Bibliotheken dieser Welt. Gemeinsam haben wir Krankheiten geheilt. Wir nutzen heute Sonnen- und Windenergie, und allein schon die Existenz dieser Institution ist eine einzigartige Errungenschaft. Die Menschen dieser Welt bemühen sich hier, ihre Differenzen friedfertig zu lösen und die Probleme gemeinsam zu lösen. Ich erzähle den jungen Leuten in den Vereinigten Staaten sehr oft, dass trotz der Nachrichten dies offensichtlich in der Geschichte der Menschheit der beste Moment ist, geboren zu werden, denn hier werden sie gebildet aufwachsen, gesund und in der Freiheit auch ihre eigenen Träume verwirklichen zu können. Und dennoch gibt es ein unterschwelliges Unwohlsein in der Welt, in unserer Welt, eine Art Erkenntnis, dass die gleichen Mächte, die uns zusammengebracht haben, neue Gefahren hervorgebracht haben und es für einzelne Nationen schwer machen, sich zu isolieren in dieser Welt. In dem Moment, wo wir hier zusammenkommen, haben wir den Ausbruch von Ebola, der die Gesundheitssysteme in Westafrika auf die Probe stellt. Und die russische Aggression in Europa erinnert uns noch daran, wie früher große Nationen auf den territorialen Ambitionen der kleineren Nationen herumtrampelten. Und die Brutalität der Terroristen in Syrien und im Irak zwingen uns jetzt auch hier dieses Übel uns anzuschauen. All diese Probleme bedürfen einer unmittelbaren Aufmerksamkeit, aber es gibt auch Symptome eines breiteren Problems, nämlich des Versagens der internationalen Systeme, das offensichtlich mit dieser Welt nicht mehr klarkommt. Wir haben nicht genug in die Gesundheitssysteme der Entwicklungsländer investiert, und zu oft haben wir es auch verabsäumt, internationale Standards umzusetzen. Wir haben auch uns nicht kräftig genug gegen Intoleranz, Sektarismus und Hoffnungslosigkeit gewehrt, die ja letztendlich erst diesem grausamen, diesem brutalen Extremismus in die Hände spielt.
Sehr geehrte Delegierte, wir kommen als Vereinte Nationen zusammen mit einer ganz klaren Option, einer Wahl, die wir zu treffen haben. Wir können das internationale System erneuern, das ja zu so viel Fortschritt geführt hat, oder aber wir lehnen uns zurück und geben uns mit der Instabilität zufrieden. Wir können erneut bekräftigen, dass wir gemeinsam verantwortlich sind für die Lösung der globalen Probleme, oder aber wir lassen immer mehr Instabilität weltweit zu. Für Amerika ist die Wahl klar. Wir wählen Hoffnung und nicht die Angst. Wir sehen die Zukunft nicht etwas, was außerhalb unserer Kontrolle ist, sondern als etwas, das wir gemeinsam gestalten können durch gemeinsame Anstrengungen. Und wir wehren uns gegen Fatalismus und Zynismus, wenn es um die Dinge, die menschlichen Angelegenheiten geht. Wir arbeiten für eine Welt, wie sie sein soll, wie sie unsere Kinder verdient haben. Es muss sehr viel noch getan werden, um genau diese Bewährungsprobe in diesem Augenblick zu bestehen. Aber ich möchte mich heute auf zwei wichtige Fragen konzentrieren, die sozusagen die Grundursache für so viele Herausforderungen für uns sind. Ob die Nationen in der Tat in der Lage sind, den Zweck dieser UNO weiterhin zu bekräftigen und zu erneuern, oder ob wir ganz einfach zusammenkommen und ob wir zusammenkommen, um den gewalttätigen Extremismus zu bekämpfen. Zum ersten Mal sind wir alle, kleine wie große Nationen, verantwortlich für die Beobachtung, für den Respekt und die Einhaltung internationaler Standards. Wir sind hier, weil andere gemerkt haben, dass wir mehr gewinnen können in der Zusammenarbeit als in Eroberungen. Vor 100 Jahren hat der Weltkrieg viele Millionen Menschen ihr Leben gekostet und es gab eine Aufrüstung weltweit. Und die Sache der Empire wurde sozusagen zu Grabe getragen. Wir brauchten dann noch einen zweiten Weltkrieg, um die Kräfte des Faschismus zurückzudrängen. Und die Vereinten Nationen haben ganz klar auch danach bekräftigt, dass niemand das Recht hat, seine Nachbarn zu unterwerfen und sich dessen Territoriums zu bemächtigen. Russlands Aktivitäten in der Ukraine stellen diese Nachkriegsordnung in Frage. Hier liegen die Fakten auf dem Tisch. Nachdem das Volk der Ukraine friedlich protestiert hat und für Reformen gekämpft hat, floh ihr korrupter Präsident und gegen den Willen der Regierung in Kiew wurde die Krim von Russland annektiert. Russland liefert Waffen in die Ostukraine und unterstützt die Separatisten. Tausende wurden getötet. Ein Zivilflugzeug wurde abgeschossen. Und die Separatisten erlaubten nicht den Zugang zu der Absturzstelle. Als die Ukraine dann begann, ihr eigenes Land wieder in den Griff zu bekommen, schürte Russland nur noch diesen Konflikt und unterstützte die Separatisten weiter. Das ist eine Vision der Welt, in der das Recht offensichtlich nicht viel zählt, wo die Grenzen neu gezogen werden können von anderen und wo zivilisierte Völker es ihnen nicht erlaubt ist, ihre eigenen Menschen zu beschützen. Und Amerika steht für etwas ganz anderes. Wir gehen davon aus, dass das Recht die Stärke macht. Die größeren Nationen sollten eben nicht die kleineren an die Wand drängen. Und die Menschen sollten auch in Zukunft in der Lage sein, ihre eigene Zukunft selbst zu bestimmen. Das sind ganz einfache Wahrheiten, aber die müssen verteidigt werden. Amerika und unsere Verbündeten werden das Volk der Ukraine unterstützen bei der Entwicklung ihrer Demokratie und ihrer Volkswirtschaft. Wir werden unsere NATO-Verbündeten stärken und unsere gemeinsame Verpflichtung zur kollektiven Verteidigung auch weiter aufrechterhalten. Wir werden Russland zahlen lassen für die Aggression und wir werden eine Verfälschung der Wahrheit nicht zulassen. Wir rufen alle anderen dazu auf, sich uns auf der richtigen Seite der Geschichte anzuschließen, denn man kann im Endeffekt nicht gewinnen mit einer Waffe in der Hand. Wichtig ist eben, dass man die Stimmen der Freiheit der Nationen und der Völker unterstützt und die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen lässt. Aber ein anderer Weg ist ja möglich, nämlich der Weg der Diplomatie, des Friedens und der Ideale, die diese Institution ja hochhält.
Der jüngste Waffenstillstand in der Ukraine bietet jetzt eine Möglichkeit, genau diese Ziele zu erreichen. Wenn Russland den Weg wählt, einen Weg, der dann auch in der Nachkriegszeit, in der Zeit nach dem Kalten Kriege auch dem russischen Volke zugute kam, dann werden wir die Sanktionen wieder aufheben und Russland wieder in der Völkergemeinschaft aufnehmen. Das ist das, was Russland und die Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren ja getan haben. Wir haben gemeinsam unsere Nuklearwaffen abgebaut, wir haben den Nichtverbreitungsvertrag geschlossen und wir haben auch zusammengearbeitet, als es darum ging, die Chemiewaffen aus Syrien zurückzuziehen. Wir sind bereit, weiter zusammenzuarbeiten, wenn Russland denn seinen Kurs ändert. Damit kommen wir zu einer zentralen Frage unserer jetzigen Epoche, ob wir unsere Probleme gemeinsam lösen in einem Geiste gegenseitiger Interessen und gegenseitiger Achtung oder ob wir zurückfallen in die zerstörerischen Rivalitäten der Vergangenheit. Wenn Nationen sich auf Gemeinsamkeiten einigen und nicht nur auf die Macht, sondern auf Grundsätze, dann können wir enorme Fortschritte erzielen. Und ich stehe heute hier vor Ihnen und sage Ihnen zu, dass wir die amerikanische Kraft und in die Zusammenarbeit mit allen Nationen investieren werden, um die Probleme des 21. Jahrhunderts zu lösen. In diesem Moment, wo wir sprechen, schickt Amerika seine Ärzte und Wissenschaftler mit der Unterstützung unseres Militärs aus, um den Ausbruch von Ebola zu kontrollieren und neue Behandlungsmethoden auszuprobieren. Wir brauchen noch eine breiter angelegte Anstrengung, denn diese Krankheit kann Hunderte und Tausende töten und ganze Volkswirtschaften destabilisieren und sich natürlich auch über die Grenzen in Westafrika ausbreiten. Man sieht dieses Problem vielleicht nicht, weil es so weit entfernt liegt, bis es dann zu uns kommt. Und wir müssen auch andere Länder mobilisieren, dass wir zusammen uns verpflichten, gegen den Ausbruch von Ebola zu kämpfen und unser Weltgesundheitssystem langfristig zu stärken. Amerika bemüht sich um eine diplomatische Lösung für die Nuklearproblematik mit Iran als Teil unserer Verpflichtung, auch die Verbreitung von Atomwaffen zu stoppen und in Frieden und Sicherheit in dieser Welt leben zu können. Das kann allerdings nur gelingen, wenn Iran auch diese Möglichkeit aufgreift. Meine Botschaft an die Regierung und auch an das Volk Irans ist ganz einfach. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Wir können eine Lösung gemeinsam finden. Dafür brauchen wir auch Ihre Anstrengung und Sie müssen uns auch nachweisen, dass Ihr Programm ein friedliches ist. Amerika ist und wird auch immer eine Macht im Pazifik sein. Wir wollen den Frieden verbreiten, die Stabilität und den freien Handel zwischen den Nationen. Aber wir werden auch darauf bestehen, dass sich alle Nationen an die Regeln halten, ihre Territorialkonflikte friedlich lösen in Übereinstimmung mit internationalem Recht. So ist die Region Asien-Pazifik gewachsen und das brauchen wir auch, um den Fortschritt weiter zu schützen. Amerika hat sich auch verpflichtet, gegen die Armut zu kämpfen und sie auszumerzen bis 2030. Wir werden unseren Teil dazu beitragen. Wir werden den Menschen helfen, sich selbst zu ernähren. Wir werden ihre Volkswirtschaften stärken und ihnen helfen, ihre Krankheiten zu bekämpfen. Wenn wir alle zusammen handeln, dann können wir auch dafür sorgen, dass die Welt voller Chancen und voller Würde ist für unsere Kinder. Amerika bemüht sich weiterhin um ehrgeizige Reduzierung seiner CO2-Emissionen mit entsprechenden Investitionen in saubere Energien und wir werden unsere Rolle dabei spielen. Wir werden den Nationen helfen, ihren Part zu spielen. Aber wir können den Klimawandel erfolgreich nur bekämpfen, wenn wir mit allen anderen Nationen, mit allen anderen Mächten zusammenarbeiten. So können wir den Planeten für unsere Kinder und Kindeskinder erhalten und beschützen. Wir haben ein Thema nach dem anderen und wir sagen, wir können uns hier nicht auf ein Regelbuch verlassen, das in einem vergangenen Jahrhundert geschrieben wurde.
Wir müssen über unsere Grenzen hinausschauen, wir müssen global denken und kooperativ gemeinsam handeln. Und wenn wir das tun, können wir den Lauf dieses Jahrhunderts ändern, den unsere Vorgänger in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann ist ein Thema, das durchaus zu Konflikten führen kann und auch den Fortschritt verhindern kann. Es geht um den brutalen und gewalttätigen Extremismus, der zurzeit in so vielen Teilen der muslimischen Welt vorherrscht. Natürlich ist der Terrorismus an sich nicht neu. Vor dieser Versammlung hat Präsident Kennedy schon gesagt, Terror ist keine neue Waffe. In der Geschichte wurde der Terror genutzt von denen, die sich anders nicht durchsetzen konnten durch Überzeugung oder beispielhaftes Verhalten. Im 20. Jahrhundert wurde der Terror von allen möglichen Gruppen genutzt, denen es einfach nicht vergönnt war, an die Macht zu kommen durch die öffentliche Unterstützung. Aber in diesem Jahrhundert haben wir es mit einem tödlicheren und ideologischen Terrorismus zu tun, der eine der größten Religionen dieser Welt einfach pervertiert. Mit dem Zugang zu Technologien, die es kleinen Gruppen ermöglichen, großen Schaden anzurichten, haben sie eine albtraumartige Vision verbreitet, die Menschen aufteilt in Anhänger und Ungläubige, und sie ermorden zahlreiche unschuldige Menschen aus der Zivilbevölkerung und nutzen die brutalsten Methoden, um die Mitglieder der Völkergemeinschaft einzuschüchtern. Ich habe es ganz klar gesagt, dass wir uns eindeutig gegen diesen Terrorismus wehren werden. Wir haben in der Vergangenheit schon unsere Kampagne gegen Al-Qaida erfolgreich durchgeführt und das mit unseren Truppen. Und wir haben immer wieder bekräftigt, dass die Vereinigten Staaten nicht sich in einem Krieg befindet gegen den Islam. Der Islam lehrt den Frieden. Die Moslems überall auf der Welt wollen in Würde und Gerechtigkeit leben. Und wenn es jetzt zu dem Verhältnis zwischen Amerika und dem Islam kommt, dann gibt es nicht uns und die anderen, sondern es gibt nur uns, denn Millionen Amerikaner sind Moslems. Deshalb verweigern wir uns auch diesem sogenannten Zusammenprall der Zivilisationen, der Kulturen. Der Glaube an einen religiösen, an einen Religionskrieg wird ganz einfach nur missbraucht. Und es ist wohl auch keine Übertreibung zu sagen, dass die Zukunft der Menschheit davon abhängt, dass wir gemeinsam kämpfen gegen diese Sekten und dass wir uns vor allen Dingen einig sind. Hierbei geht es nicht nur darum, einfach nur zu reden. Wir müssen auch gemeinsam konkrete Schritte unternehmen, um diese Gefahr zu bekämpfen, die von religiös motivierten Fanatikern ausgeht und die ihrerseits auch immer weiter neue Kräfte rekrutieren. Wir müssen diese Kampagne gegen den Extremismus durchführen, denn es ist eine Sicherheitsherausforderung. Wir sind damals systematisch gegen Al-Qaida vorgegangen und haben dafür gesorgt, dass in Afghanistan zu einer souveränen Regierung gekommen ist. Und dann hat sich eben der extremistische, diese Ideologie hat sich weiter verlagert in andere Bereiche im Nahen Osten und Nordafrika, wo viele junge Leute keine Arbeit haben, wo es nicht genug Wasser und Nahrungsmittel gibt, wo die Korruption allgegenwärtig ist und religiöse Konflikte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Als internationale Völkergemeinschaft müssen wir diese Herausforderung bewältigen und müssen uns dabei auf vier Bereiche konzentrieren. Erstens, die terroristische Gruppe, bekannt als Islamischer Staat, muss vernichtet werden, letztendlich zerstört werden. Diese Gruppe hat all diejenigen terrorisiert, die ihnen auf ihrem Weg in Irak und Syrien begegnet sind. Mütter, Schwestern, Töchter wurden vergewaltigt als eine Waffe des Krieges. Unschuldige Kinder wurden niedergeschossen und Leichen wurden in Massengräbern beerdigt. Religiöse Minderheiten
wurden ausgehungert und die schlimmsten, die furchtbarsten Verbrechen, die man sich vorstellen kann, wurden von ihnen begangen und gleichzeitig auch noch auf Video Aufnahmen dokumentiert. Kein Gott steht hinter diesem Terror oder fordert den. Keinerlei Trauer oder Leid rechtfertigt diese Aktionen. Es gibt keine Begründung, es gibt auch keine Verhandlung mit dieser Art des Bösen. Die einzige Sprache, die sie verstehen, ist die Sprache der Stärke. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden also mit einer breiten Koalition daran arbeiten, dieses Netzwerk des Todes zu zerstören. Dabei handeln wir nicht allein. Und wir wollen auch keine amerikanischen Streitkräfte, Bodentruppen in fremde Länder entsenden. Wir werden anstattdessen die Iraker und Syrer unterstützen, indem sie nämlich ihre eigenen Städte und Dörfer wieder zurückerobern. Wir werden unsere Möglichkeiten nutzen, mit Luftschlägen den Islamischen Staat zurückzuschlagen. Wir werden die irakischen, syrischen Streitkräfte ausrüsten und auch trainieren. Und wir werden die Finanzströme für den Islamischen Staat unterbrechen. Wir werden sie auch daran hindern, Kämpfer in anderen Ländern zu rekrutieren. Über 40 Nationen haben sich dieser Koalition schon angeschlossen. Und diejenigen, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben, sollten schleunigst das Schlachtfeld verlassen, solange sie das noch können. Die weiterkämpfen, werden wir bekämpfen. Und wir werden auch demonstrieren, dass die Zukunft denen gehört, die sie auch gestalten wollen, nicht denen, die sie zerstören wollen. Das ist eine unmittelbare, dringende Herausforderung, die allererste Herausforderung, die wir bewältigen müssen. Die zweite: Es ist jetzt Zeit für die Welt, insbesondere in den muslimischen Ländern, ganz klar und deutlich und stark und konsequent die Ideologie von Organisationen wie Al-Qaida oder dem Islamischen Staat zu verurteilen und das ist eine Aufgabe aller großen Religionen, die sich in einer modernen und multikulturellen Welt zurechtfinden wollen. Sehen Sie, Kinder werden nicht geboren im Hass und man sollte Kinder auch nicht zum Hass erziehen gegen andere. Es sollte keine Toleranz mehr für sogenannte Kleriker geben, die zur Gewalt gegen Juden, Christen oder Muslime aufrufen. Es ist jetzt Zeit für ein Zusammenstehen zwischen den zivilisierten Völkern dieser Welt, damit sie hier die Quelle für den Krieg auch trockenlegen, nämlich die Verführung junger Menschen durch diese brutale Ideologie. Und das tut man, indem man die Finanzströme zu dem Islamischen Staat abgräbt, die im Endeffekt ja, mit denen sie im Endeffekt ja diesen Hass überhaupt erst alimentieren. Durch das Internet, durch die sozialen Medien. Die Propaganda des Islamischen Staates bringt junge Leute dazu, selbst in den Krieg zu ziehen. Junge Leute, die früher studiert haben und jetzt zu Selbstmordattentätern werden. Wir müssen eine alternative Vision anbieten. Das bedeutet, dass wir Menschen unterschiedlichen Glaubensbekenntnisses zusammenbringen. Alle Religionen werden von Extremisten angegriffen und alle Völker, alle Menschen, die guten Glaubens, die einen Glauben haben, haben auch die Verantwortung, die Werte des Kerns ihrer Religionen aufrechtzuerhalten, der Wert, der nämlich da heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Die Ideologie des Islamischen Staates von Al-Qaida oder Boko Haram werden aussterben, wenn sie denn konsequent auch bekämpft werden im Lichte des Tages. Schauen Sie doch auf das neue Forum für die Förderung des Friedens in muslimischen Gesellschaften. Sheikh Bin Bayar hat dessen Zweck beschrieben. Wir müssen den Krieg erklären, weil wir den Frieden wollen. Schauen Sie sich die britischen Muslims an, die
jetzt auch auf diese terroristische Propaganda mit ihrer Kampagne Not in my name, nicht in meinem Namen, reagiert haben und gesagt haben, der islamische Staat verbirgt sich, versteckt sich hinter einem falschen Islam. Schauen Sie auf die Christen, die Führer der Christen und der Muslims, wie sie sich in der Zentralafrikanischen Republik einig gegen die Gewalt ausgesprochen haben. Und hören Sie dem Imam, der sagt, die Politik darf die Menschen nicht teilen, die Religion sollte nie und nimmer Ursache für Krieg, Hass sein. Später wird der Sicherheitsrat eine Resolution annehmen, um die Verantwortung der Staaten im Kampf gegen den Extremismus auch noch einmal zu unterstreichen. Und da müssen ganz klare Engagements mit verbunden sein. Im nächsten Jahr müssen wir Rechenschaft ablegen über die konkreten Schritte, die wir unternommen haben, um die extremistischen Ideologien zu bekämpfen. Wir müssen Intoleranz in den Schulen bekämpfen, die Radikalisierung aufhalten, bevor sie sich verbreiten kann, und die Institutionen und Programme fördern, die neue Brücken des Verständnisses bauen. Drittens. Wir müssen diesen Circulus Vitiosus des Konfliktes angehen, insbesondere der Konflikte zwischen den Religionsgemeinschaften. Es gibt ja nichts, Religionskriege sind nichts Neues. Die Christenheit hat solche Konflikte über Jahrhunderte. Heute ist es die Gewalt innerhalb der muslimischen Gemeinschaften, die die Quelle von so viel menschlichem Elend geworden ist. Es ist jetzt an der Zeit, auch ganz klar anzuerkennen, welche Zerstörung mit diesen Stellvertreterkriegen und Terrorkampagnen zwischen den Sunniten und Schiiten im Nahen Osten verbunden ist. Und es ist jetzt an der Zeit, dass die politischen und die zivilgesellschaftlichen und religiösen Führer sich zusammentun und genau das verurteilen. Lassen Sie mich ganz klar sagen. Den Kampf kann niemand gewinnen. Ein brutaler Bürgerkrieg in Syrien hat jetzt schon 200.000 Menschenleben gekostet. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Der Irak ist gefährlich geworden und steht ganz nah am Abgrund. Der Konflikt ist ein fruchtbarer Boden geworden für die Rekrutierung von neuen Terroristen, die diese Gewalt auch nur weiter exportieren werden. Aber die gute Nachricht ist, dass wir auch schon Zeichen sehen, dass dieser Trend umgekehrt werden kann. Wir haben eine neue Regierung im Irak, die alle Bevölkerungsgruppen vertritt. Wir haben einen neuen Ministerpräsidenten und wir haben insbesondere jetzt auch die Möglichkeit, gegen den Krieg zu kämpfen. Das Ganze muss von einer breiteren Wahrheit begleitet werden. Das Gleiche gilt für Syrien. Zusammen mit unseren Partnern trainieren wir und die moderaten Oppositionskräfte gegen das Assad-Regime. Aber dieser Bürgerkrieg ist natürlich seiner Natur nach ein politischer. Und da braucht man auch einen politischen Übergang in eine Gesellschaft, in der alle syrischen Bürgerinnen und Bürger ihr Leben leben können und ihr Schicksal selbst bestimmen können. Zyniker mögen sagen, dass das nie erreichbar ist, aber es gibt keinen anderen Weg, dieser verrückten Entwicklung ein Ende zu setzen, ob das jetzt in diesem Jahr, in einem Jahr oder in 10 Jahren geschieht. Wichtig ist, dass wir jetzt eine breiter angelegte Verhandlung brauchen in der ganzen Region, in der wichtige große Mächte ihre Unterschiede unmittelbar und friedfertig und ehrlich miteinander austauschen und anstatt aufeinander zu schießen. Ich kann Ihnen versprechen, Amerika wird in der Region engagiert bleiben und wir sind auch bereit, uns an dieser friedfertigen Lösung zu beteiligen. Mein vierter Punkt und mein letzter Punkt ist ein einfacher. Die Länder der arabischen und muslimischen Welt müssen sich auf das großartige Potenzial ihrer eigenen Völker, insbesondere ihrer Jugend, konzentrieren. Und hier möchte ich mich direkt an die jungen Menschen in der muslimischen Welt wenden. Sie entstammen einer großartigen Tradition, die für Bildung steht, nicht für Ignoranz, für Innovation, nicht für Zerstörung, für Erneuerung, nicht für Zerstörung, für die Menschenwürde und die Würde des Lebens, nicht für Mord.
Diejenigen, die ihn, die sie von diesem Weg abbringen wollen, verraten ihre Tradition und sie verteidigen sie nicht. Sie haben ja demonstriert, dass wenn junge Menschen die Möglichkeit haben, auch Erfolg zu haben, zum Beispiel gute Schulen, Bildung und Erziehung, Bildung in Mathematik, in Naturwissenschaften, eine Volkswirtschaft, die ihre Qualität und ihr Unternehmertum befördert, dann werden ihre Gesellschaften erblühen und Amerika wird ein Partner für sie sein auf diesem Wege. Wo Frauen vollumfänglich gleichberechtigte Teilnehmerinnen sind in der Politik und Volkswirtschaft, haben die Gesellschaften mehr Erfolg. Das ist auch der Grund, warum die Beteiligung von Frauen in Parlamenten und im Friedensprozess, in Schulen und der Volkswirtschaft so wichtig ist und unverzichtbar ist. Wenn Menschen in einem Land leben, in dem sie nur die Wahl haben zwischen einer Diktatur oder den Extremisten, dann kann eine Strategie gegen den Terrorismus nicht funktionieren. Aber wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der die Menschen aufblühen können und ihre Chancen wahrnehmen können, dann haben sie eine echte Alternative zum Terrorismus. Diese positive Änderung muss ja nicht zulasten der Tradition und des Glaubens gehen. Wir sehen das doch im Irak, wo ein junger Mann beispielsweise für seine gleichaltrigen Freunde eine Bücherei aufgemacht hat. Er hat gesagt, wir wollen das Erbe des Iraks mit ihren Herzen verbinden, um ihnen einen Grund zu geben, hier zu bleiben. Wir sehen es in Tunesien, wo weltliche und islamische und muslimische Parteien zusammenarbeiten an einem politischen Prozess, der eine neue Verfassung hervorgebracht hat. Wir sehen es im Senegal, wo die Zivilgesellschaft mit einer starken demokratischen Regierung zusammenarbeitet. In Malaysia sehen wir es, wo ein lebhaftes Unternehmertum, eine ehemalige Kolonie, nun zu einer der fortgeschrittensten Volkswirtschaften macht. Und wir sehen es in Indonesien, was als gewalttätiger Übergang begann, ist jetzt in eine echte Demokratie gemündet. Letztendlich ist doch die Aufgabe der Verurteilung von Sektarismus und Extremismus eine Generationenaufgabe, eine Aufgabe für die Völker des Nahen Ostens selbst. Keine externe Macht kann die Menschen in ihren Herzen und in ihrem Geiste umwandeln, transformieren. Aber Amerika wird weiterhin ein respektvoller und konstruktiver Partner bleiben. Wir werden keine Rückzugsgebiete für Terroristen erlauben. Wir werden aber auch nicht als Besatzungsmmacht auftreten. Wir werden uns wehren gegen die Bedrohung unserer Sicherheit und die unserer Verbündeten, indem wir eine Architektur des Kampfes gegen den Terrorismus aufbauen. Wir werden auch unsere Anstrengungen verstärken, all die zu unterstützen, die sich auflehnen gegen diese extremistische Ideologie. Und wir werden unsere Unterstützungsprogramme für die Unternehmen, für die Zivilgesellschaften, für die Bildung und Erziehung, für die Jugend verstärken, denn das ist das beste Gegengift. Diese Investitionen sind das beste Gegengift gegen Gewalt. Führerschaft ist dabei nötig, wenn man den Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis lösen möchte. Wenn Amerika wird niemals es aufgeben, den Frieden schaffen zu wollen. Bitte verstehen Sie, die Lage im Irak, in Syrien und in Libyen darf niemanden in der Illusion belassen, dass dieser Konflikt die Hauptursache für die Probleme in der Region ist. Das ist schon viel zu lange eine Entschuldigung, mit der die Menschen von den wahren Problemen abgelenkt werden. Und die Gewalt in der Region hat dazu geführt, dass zu viele Israelis es aufgegeben haben, hart für den Frieden zu arbeiten. Aber lassen Sie mich es ganz klar sagen, der Status quo auf der Westbank und in Gaza ist kein nachhaltiger. Wir können es uns nicht erlauben, diesen
Anstrengungen, den Rücken zu kehren, wenn Raketen abgeschossen werden auf unschuldige Israelis oder wenn so viele palästinensische Kinder das Leben lassen müssen im Gazastreifen. Solange ich Präsident bin, werden wir für den Grundsatz stehen, dass Israelis, Palästinenser, die Region und die Welt gerechter wird und sicherer wird, mit zwei Staaten, die dort Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben und existieren. Das ist, wozu Amerika bereit ist, unmittelbar Aktionen zu treffen gegen unmittelbare Bedrohungen in einer Welt, die hoffentlich solche Aktionen immer weniger braucht. Die Vereinigten Staaten werden sich nie wegducken, wenn es darum geht, unsere Interessen zu verteidigen. Aber wir werden auch nicht, unsere Versprechen für diese Institution und für die universelle Menschenrechtserklärung vergessen. Der Begriff oder die Vorstellung, dass Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg ist, sondern die Gegenwart eines besseren Lebens. Die Kritiker Amerikas, das gebe ich zu, weisen immer darauf hin, dass auch wir unsere Ideale so manches Mal verraten haben. Dass Amerika viele, viele Probleme innerhalb seiner eigenen Grenzen habe, das ist richtig. In einem Sommer, in dem allerdings im Nahen Osten, in Osteuropa, die Instabilität vorherrscht, haben wir auch bei uns in einer kleinen Stadt, in einer kleinen amerikanischen Stadt in Ferguson, Missouri, das Problem gehabt, dass ein junger Mann umgebracht wurde und es dort zu Problemen in der Gemeinde kam. Gut, wir haben auch Spannungen, rassenbedingt und ethnische Spannungen. Und wie in jedem Land kämpfen wir auch weiter darum, genau diese Möglichkeit, diese Probleme zu lösen. Aber was Sie in Amerika sehen, ist ein Land, das unermüdlich an der Lösung dieser Probleme, unserer Probleme gearbeitet hat, um unsere Union perfekter, vollständiger zu machen. Die Probleme, die wir seit Gründung unserer Nation haben. Amerika ist nicht dasselbe, was es vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren oder gar vor einem Jahrzehnt war. Weil wir für unsere Ideale kämpfen und weil wir bereit sind, uns selbst zu kritisieren, wenn es bei uns Defizite gibt. Weil wir unsere politische Führung zur Rechenschaft ziehen, weil wir auf der freien Presse bestehen und auf einer unabhängigen Justiz, weil wir unsere Unterschiede ganz offen demokratisch thematisieren und dabei auch die Rechtsstaatlichkeit achten, wo jeder Mensch, egal welcher Rasse und Religion, seinen Platz hat und wo wir daran glauben, dass jeder Mann und jede Frau das Recht hat, für eine bessere Welt und ein besseres Land zu kämpfen und sich einzusetzen. Nach 6 Jahren Präsidentschaft glaube ich, dass dieses Versprechen durchaus auch als Vorbild dienen kann für die Welt. Ich habe viele gesehen, die sich nach Wandel sehnten, nach Frieden, nach Freiheit und nach Chancen, insbesondere in den Augen der Jugendlichen, die ich rund um den Globus getroffen habe. Sie erinnern mich, dass unabhängig davon, wer sie sind, woher sie kommen oder wie sie aussehen oder zu welchem Gott sie beten oder wen sie lieben, es gibt etwas Fundamentales, das wir alle gemeinsam miteinander teilen. Eleanor Roosevelt, der ja Amerika auch in der UN vertrat, fragte einmal, wo beginnen denn letztendlich die Menschenrechte? In kleinen Dingen, sagte sie, ganz nah bei einem beim selbst zu Hause. Sie sind so klein und so nah, dass man sie auf den Karten der Welt nicht darstellen kann. Sie gehören in die Welt eines jeden einzelnen Individuums, seiner Nachbarschaft, seiner Schule, seiner Universität, der Fabrik, der Farm oder zum Büro, in dem jeder Einzelne arbeitet. Rund um die Welt schreitet die Jugend voran und will eine bessere Welt haben. Sie sind hungrig danach.
rund um die Welt, an vielen kleinen Orten, überwinden sie den Hass und den Sektarismus. Und sie lernen, einander trotz ihrer Unterschiede zu respektieren. Das Volk der Welt schaut nun auf uns hier in der UNO, dass wir auch so würdig sind und so mutig sind, wie sie sich bemühen, es tagtäglich in ihrem Leben zu sein. Und an diesen Schnittstellen, an dieser Kreuzung, kann ich Ihnen versprechen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht abgelenkt werden von dem, was getan werden muss. Wir sind die Erben eines stolzen Erbes des Friedens, und wir werden auf jeden Fall das auch für die Generationen, die zukünftigen, bewahren. Bitte schließen Sie sich uns in dieser gemeinsamen Aufgabe an für die Kinder von heute und morgen. Herzlichen Dank.